Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe auf meinem YouTube-Kanal. Recht hat er. Heute will ich noch einmal über das Lieferkettengesetz sprechen. Ich hatte das ja bereits angekündigt. Dann hieß es, das ist abgetaucht und soll in dieser Legislaturperiode gar nicht mehr kommen. Jetzt kommt es also doch und in diesem Beitrag will ich berichten, was eigentlich auf uns, auf uns Unternehmer und auf uns Manager eigentlich so zukommt. Bußgelder und ein Klageweg für Hilfsorganisationen. Mit dem Lieferkettengesetz will die Bundesregierung größere deutsche Unternehmen von 2023 an weltweit zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorgaben in ihren Lieferketten zwingen. Arbeitsminister Hubertus Heil sprach am vergangenen Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Entwicklungsminister Gerd Müller und Wirtschaftsminister Altmaier von einem historischen Durchbruch. Ob das so kommt und ob das wirklich historisch ist, wird sich zeigen. Ein Referentenentwurf der Ministerien soll Mitte März vom Kabinett verabschiedet werden und das erkläre ich Ihnen gern. Was kommt also auf uns zu und was wird noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden? Dass hiervon auch der Mittelstand betroffen ist und was genau zu beachten ist, darum geht es in diesem kleinen Beitrag. Was kommt also auf Unternehmen und Manager zu? Die Unternehmen sollen nach dem Entwurf ihre gesamte Lieferkette im Blick haben, aber abgestuft verantwortlich sein. Wird einer Firma ein Missstand in der Lieferkette bekannt, soll sie verpflichtet werden, für Abhilfe zu sorgen. Eine Behörde überwacht dies. Zudem sollen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften, künftig die Möglichkeit haben, Betroffene vor deutschen Gerichten zu vertreten, wenn es Verstöße gegen Standards in Lieferketten gibt und der Betroffene zustimmt. Das ist neu. Bisher konnten Geschädigte selbst klagen, was aber in der Praxis an den Lebensumständen eben scheiterte. Ein solches Gesetz soll zum Schutz von Menschen und Umwelt in der globalen Wirtschaft führen. Im Handel und der Produktion verletzen Unternehmen im Zuge der weltweiten Wertschöpfungs- und Lieferketten immer wieder grundlegende Menschenrechte. Dazu zählen Kinderarbeit, Ausbeutung, Diskriminierung und fehlende Arbeitsrechte, Umweltzerstörung wie illegale Abholzung, Pestizide, Wasser- und Luftverschmutzung etc. Die Bundesregierung hat bislang auf freiwillige Lösungen gesetzt. Im Koalitionsvertrag von 2018 verpflichtete sie sich dazu, ein Gesetz zu beschließen, sofern dies nicht eingehalten werde. Das ist wohl jetzt der Fall. Hier gibt es nun ernsthafte Bestrebungen, ein derartiges Gesetz auf den Weg zu bringen, weil eben nicht die freiwilligen Verpflichtungen ausgereicht hätten. Das nun in Aussicht gestellte Sorgfaltspflichtengesetz soll deutsche Unternehmer mit mehr als 3000 Mitarbeitern dafür verantwortlich machen, dass Lieferanten im Ausland soziale und ökologische Mindeststandards einhalten. Damit sich deutsche Firmen auf die neuen Vorgaben einstellen können, soll das Gesetz vom 1. Januar 2023 an gelten, von Anfang 2024 an dann auch für Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern. Das klingt erstmal so, als seien zunächst nur relativ große Unternehmen betroffen. Richtig ist aber, dass zur Lieferkette eben auch die Kleinen gehören. Um bei den Großen weiter dabei sein zu können, also zur Lieferkette zu gehören, müssen sie ihrerseits ihrem Auftraggeber alles nachweisen können. Und das wird eine Herausforderung für die Kleinen. Und zudem ist noch eine europäische Lösung geplant. Es ist klar, dass Teile der Wirtschaft das Vorhaben strikt ablehnen. Sie stören sich vor allem daran, dass Unternehmen möglicherweise für das Verhalten Dritter in Haftung genommen werden können, auf das sie gar keinen direkten Zugriff hätten. Tatsächlich ist dies aber eine schon viel diskutierte Compliance-Frage. Auch ich habe bereits darüber berichtet. Im Rahmen der Diskussion von Compliance müssen sich natürlich Unternehmen darauf verlassen können, dass auch ihre Zulieferfirmen compliant sind und wissen, woher sie ihre Materialien beziehen und so weiter. Und es gibt schon viele freiwillige Unternehmen, die ausdrücklich so ein Lieferkettengesetz fordern. Und das ist richtig so. Dazu gehören zum Beispiel Tchibo, Rewe, Nestlé, Alfred Ritter etc. Wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Ich gehe schon jetzt davon aus, dass ein derartiges Gesetz verabschiedet wird, trotz aller Corona-Schwierigkeiten, die wir ohnehin ja schon haben. Man denke nur an das Unternehmensstrafrecht
Auch das ist ja fast auf den Weg gebracht worden. Auch hierüber hatte ich berichtet. Also es gibt eine Menge Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und die eine große Chance bieten, aber auch viel Geld und Vorbereitung kosten, wenn man da nicht in eine Falle tappen will oder in ein Gesetz, gegen ein Gesetz verstoßen kann. Ich bin gern dabei behilflich und wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder ein Abonnement hier an dieser Stelle. Sie können über das Kontaktformular mit mir Kontakt aufnehmen, aber auch über sämtliche anderen Medien, die Sie ja im Netz von mir kennen, bis hin zur Mobilnummer. Vielleicht erklären Sie mir auch oder berichten mir über Ihre Erfahrungen und Gedanken zum Lieferkettengesetz. Ich bin total gespannt darauf und freue mich auf alles, was da kommt. Bis demnächst. Tschüss.